Gut. Nachdem alle jetzt auf diesen langen Cliffhanger gewartet haben, begrüße ich euch mit Nadines Schrei zurück. Also das ist bisher sehr einfach. Kann ruhig weitergehen. Oh. Easy peasy. Oh, Weiterentwicklung, das heißt WP. Oh ja. Oh nein, mir fällt wieder ein, was hier passiert. Oh je. Das könnte hässlich werden. Ach, guck mal, Stairs. Ich glaube, das geht aber nur bis Ebene 5 oder so. Warte, gönne ich mir die EP? Ja. Klar. Yes! Worth it. Anytime. Okay, okay. Oh, Speedrun tun wir das hier. Das ist ein großer Raum. Das ist ein kleiner Raum. Gleich Falle. Das ist auch ein großer Raum. Hm. Aua. Frechheit. Jason. Oh. Oh, oh. Okay, ist eine Donnerwelle. Die P ist tasty. Wait, er vergisst beide Attacken? Oh. Oh. Good to know, I guess. Drachenklaue ist weg. Naja, wollte ich sowieso vergessen, von daher. Dafür kommt die Grimasse wieder rein. Bei Grimasse, später haben wir kein Dratini, was dabei ist bei der Hauptstory und dann baller ich natürlich auf den Boss Grimasse. Okay. Ja, ist halt extrem praktisch, wenn du hier im Tempo rumspielst im Mystery Dungeon. Mal zweimal anzugreifen mit beiden deiner Teammates ist halt krass. Ja. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht mehr sicher, ob manche Bosse von denen nicht unbeeindruckt blieben. Unbeeindruckt? Ja, quasi keine Statuseffektänderung. Aber ich glaube, dafür mussten sie auch die Fähigkeit haben. Ich glaube schon, ja. Orbs und Items, das ist eine Sache, aber ich glaube für die Attacken, das funktioniert bei jedem, solange sie nicht ständige Immunität. Hat jetzt hier aber gegeben. Ja, zum Glück kam das bis zweimal dran. Zwei von fünf Mal. Vogelschlag. Eine der gefährlichsten Attacken der Welt. Ich kann mich wieder daran erinnern. Okay, wir sind ganz oben. Sind wir jetzt alle gespannt, was passiert. Zap! Jemand hat Zeus. Hier ist es gruselig, Anton. Sieht aber aus wie Griechenland. Dieser Ort ist unheimlich. Irrk. Ah! Sehr männlich. Das ist unglaublich, an diesem Ort scheint jederzeit der Blitz einschlagen zu können. Am besten verlassen wir diesen gefährlichen Ort so schnell wie hä? Da drüben! Ja, was denn? Oh. Oh. Wie konntest du das nicht sehen? Ist das der Schwimmbereich, Urak? Wie kannst du das nicht sehen? Du hast ihn doch erst überhaupt nicht gesehen. Sehen wir uns das genauer an. Ich wusste es die ganze Zeit, ich rede nur nicht gern. Schritt, Schritt. Schritt, Schritt, Dunkelheit. Weshalb seid ihr hergekommen? Freibier. Unser Revier. Aber nicht euer Bier, Bitches. Hier ist jemand. Verstecken wir uns, Glurak. Schnell, schnell, schnell. Und das Bier. Oh ja, schnell, trink das Bier aus. Ihr wollt euch also verstecken? Ja. Wie niedlich. Wir sind nicht niedlich. Trust me, wir sind voll gefährlich und so. Ich hab einen rennenden Schwanz. Um ehrlich zu sein, wären wir eigentlich recht dankbar, wenn ihr so weitermachen würdet. Oh. Wir schleichen uns leise und nah wie möglich heran. Hey. Alles klar. Machen wir sie fertig. Ach, ihr habt keine Chance. Keine Chance. Nein, nicht so rum, Shigi. Ach, meine Güte. Sie machen uns fertig. Was? Wenn ich hier bleibe. Oh, verdammt nochmal.
Fiona! Wir haben keine Chance. Zu wenig Bier. Wer bist du? Mutig. Komm raus! Wow. Mein Name ist Voltenso. Ich bin der Anführer dieser Fritzelblitz. Miese Entwicklung. Er ist halt einfach der Typ, der sich am Essen entwickelt. Anton, das sind zu viele. Du machst dich bereit zu kämpfen. Oh. Okay. Den haben wir schon eingesetzt, Anton. Ich glaube, der funktioniert hier auch gar nicht. Oh oh. Ich weiß nicht, ob das auch für Gegner zählt. Yes! Meinst du, das ist gut, dass ich so nah an dem Boss bin? Au! Au, ja stimmt, das ist Elektro, Weg von hier, weg von hier, weg von hier! Manchmal ist weg von hier so ein bisschen verbuggt. Yes! Oh Gott, die verfolgen mich einfach! Sie haben herausgefunden, dass ich der wahre Held dieser Geschichte bin! Was? Okay, es ist okay. Entspann dich. Komm wieder zurück und hilf mir. Gut, meinetwegen. Vierfaches Tempo, also langsam ist es ja echt übertrieben, ha? Da geht noch was, da geht noch was. Ja, ich glaube, das Fünffaches geht. Jo! Cheater. Der wollte doch mit den letzten Kill, ne? Der hat mein Eis gestealt. Wow. Ihr wagt es! Warte! Hör auf zu stimmen! Wir sind nicht gekommen, um euer Revier streitig zu machen. Geno, nimm das! Stop? Ja, wait a minute. Hämmertal. Da. Ja. Sofort aufhören. Sie sagen die Wahrheit. Sie sind hier eingedrungen, aber sie wollten euch euer Revier nicht nehmen. Zwirfings. Zwirdings. Du, wer bist du? Ich bin Zwirfings, der Erkunder. Voltenso, du hast jedes Recht, so wütend zu sein. Vor allem, wenn man bedenkt, welches Leid euer Stamm hier schon ertragen musste. Eure Feindseligkeit gegenüber jedem anderen ist nur natürlich. Dieser Ort ist eure Zuflucht. Ein Ort, an dem ihr Trost findet. Rückblende. Ich verstehe euch vollkommen. Im Namen dieser unwissenden Eindringlinge bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Sie sind unerlaubterweise eingedrungen, ohne schlechte Absicht. Sie wollten euch nichts Böses. Das sagst du, ich hätte die fertig gemacht. Sie werden euch in Ruhe lassen, sobald wir gefunden haben, was wir suchen. Bitte glaube mir, Voltenso. Du scheinst viel über uns zu wissen, Zwirfinst. Zu viel. Du behauptest, sie wollen uns nichts Böses. Also gut, ich glaube dir, Zwirfinst. Aber nur dir.
Ich wollte gerade sagen, ja. Chi und Glumanda, Hände reimt im Hintergrund. Nein, Moment, du machst nicht hier, Anton, du machst nur Schritt, 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 Schritt. Ihr sollt etwas Zeit haben. Ich erwarte, dass ihr verschwunden seid, wenn wir wieder zurück sind. Klingt fair. Ahu! Ahu! Und weg. Oh. Alle weg. Puh. Vielen Dank, Zwölfins. Nein. Du hast uns gerettet. Nein. Du hast sie gerettet. Aber... wer war das? Eine Gruppe wollte einen Sohn fritzen. Ah, Rückblender. Sie sind der Nomadenstamm, der ständig auf Wanderschaft ist. Sie ziehen umher auf der Suche nach Orten, an denen sie eine Weile bleiben können. Und die Ampere-Ebene wird um diese Jahreszeit oft von Gewittern heimgesucht. Hier fühlen sie sich wohl. Also halten sie sich um diese Jahreszeit in der Ampere-Ebene auf. Dafür haben wir ganz schön weniger auf dem Weg hier hochgefunden. Das stimmt wohl, eins. Doch. Doch tragischerweise wurden sie hier einst überraschend von Feinden angegriffen. Und ich weiß, dass sie sehr große Verluste erleiden mussten. Was, hast du sie angegriffen? Entschuldigung, hatte Hunger. Seitdem reagiert die Gruppe um Voltaine so sehr empfindlich auf Eindringe. Ich kann es mir vorstellen. Chicken Nuggets. Wenn also jemand in dieses Gebiet eindringt, dann braucht er ein Gummi. Dann greifen sie sofort an. Aus Angst, selbst angegriffen zu werden. An einem Punkt wurde es wohl zu einer Art Gesetz in der Gruppe um Multensor. Oh, jetzt verstehe ich. Darum hatten sie es auf uns abgesehen. Nein, nein, sie hassen dich. Kein Wunder, dass sie uns nicht geglaubt haben. Oh, ich habe etwas vergessen. Ernsthaft? Oh nein, Tegu. Ich glaube, der Schwimmreif war da drüben. Er ist hier. Das ist der. Zirfens, kannst du dir das ansehen? Es ist wichtig, kein Zweifel. Es ist mit Sicherheit ein Schwimmreif, was? Warum hast du uns zuerst gerettet, wenn du uns jetzt K.O. steckst und den Schwimmreif klaust? Was? Was? Wirklich? Wir haben es geschafft. Bringen wir das Item zurück zu Maril und seinem kleinen Bruder. Oh. Ich frage mich, wie der Schwimmreif hier gelandet ist. Zufall. Ich kann mir vorstellen, dass ihn jemand absichtlich hergebracht hat. Wäre das wohl wahr, ha? Dieser jemand wusste, dass ihr jetzt endlich an diesen Ort kommen würdet. Die Tatsache, dass Voltaireinso ihr Gebiet verteidigen, ist wohl bekannt. Nur uns nicht, weil wir Idioten sind, weil Shigi unser Denker ist. Ich wollte gerade sagen, es ist Shigi schuld. Ja. Sekunde. Ja, du kommst hier aus der Gegend! Ich bin ein... Naja, ich war früher angeblich mal Mensch. Jemand hat den Angriff von Voltenso... Jemand hat den Angriff von Voltenso auf euch vorausgesehen. Das war ein abgelegtes Spiel. War das nicht eure Absicht? Ihr hinterlistiges Paar? Es wird Zeit, dass ihr aus eurem Versteck herauskommt und euch zeigt. Du hast es also die ganze Zeit gewusst. Dann müssen wir uns ja nicht mehr verstecken. Ui. Wo ist die Musik? Hey, ihr Kauner, war das? Und du bist überrascht? Keiner. Yeah.
Entschuldigung. Was war das? Ich dachte, wir lachen jetzt alle. Also war... Yes! Aber warum? Hab schon. Wir haben darauf gewartet, dass ihr von Vulten so zerstampft werdet. Danach wollten wir übernehmen und euch den Rest geben. Aber ihr habt nicht gedacht, dass der dieser... aber wir haben nicht gedacht, dass dieser Typ sich einmischt. Sollen wir die Sache erledigen? Sicher. Wenn es nur Team 007 wäre, mit denen wären wir problemlos fertig. Aber gegen den weltberühmten Zwirfinst? Das ist eine andere Geschichte. Machen wir es aus dem Staub, Jungs. Joing. Ja. Ja. Wuhuhuhuhu. Oh Gott, dieses... Widerlinge. Abschaum der Gesellschaft. Hat jemand die Augen von Smogmog gesehen? Ja, Smog. Das vergesse ich diesen Halunken nie. Wie alles andere? Wir sind schnell, wenn es darum geht, sich aus dem Staub zu machen. True. Ich fürchte, wir vergeuden unsere Energie, wenn wir sie jetzt noch verfolgen würden. Sie tauchen sowieso wieder auf. Ich finde, wir sollten den Brüdern jetzt ihren Schwimmreif zurückbringen. Na gut. Ich meine... Yay, speichern! Oh, Anton, entferne bloß nicht die DS-Karte. Okay. Oh wow, wir haben unseren Schwimmreif wieder. Ja, danke, wirklich. Ihr habt damals Azuri gerettet und jetzt das. Ich habe das Gefühl, ihr bringt Unglück. Ich weiß nicht, wie wir euch jemals danken können. Aber wirklich, danke. Hey, ist schon gut. Wenn ihr jemanden danken wollt, dankt den großen Zwirfen. Jetzt lasst ihr einfach jemanden einfach. Wäre Zwirfen nicht gewesen, wären wir jetzt nicht mehr hier. Vielen, vielen Dank. Danke, Zwirfen. Nicht der Rede wert. Ich freue mich sehr für euch. Ich hasse dich. Es ist wunderbar, dass ihr euren Schwimmreif wieder habt. Er bringt mir nichts. Alles liegt nach Plan. Ich muss schon sagen, es sieht dem großen Zwerfins sehr ähnlich, so bescheiden zu sein. Ich muss sagen, dass auch Team 007 großartig war. Und jetzt kauft Schnitzel. Das Team hat schließlich einen schwierigen Job gemeistert. Als ihr Azuri gerettet habt, habt ihr so schnell herausgefunden, wo der Kleine ist. Und wie schnell ihr ihn gerettet habt. Oh, was die Rettung von Azuri angeht, müssen wir etwas gestehen. Wir haben gecheatet. Es wäre toll, wenn es wirklich so gewesen wäre, wie du gesagt hast. Kecklon. Was? Aber Kecleon! Was? Ich nenne ihn Kecklon. Aber ganz so war es in Wahrheit doch nicht. Wir haben nicht wirklich herausgefunden, wo Azuri sich befindet. Wir sind auf gut Glück rausgerannt. Mein Partner hat es zufällig in einem Traum gesehen. Hi, ich träume gern von großen Schwänzen. Wie bist du in einem Traum, sagst du? Und ich weiß, Zwerfins, deiner ist ganz klein. Was meinst du mit Traum? Was meinst du mit klein? Ach ja. Vielleicht wird der große Zwirfins wissen, was das alles zu bedeuten hat. Nein. Weißt du, mein Partner, dieser komische Typ da hinten, mit dem Kleinen, bekommt beim Berühren von Dingen manchmal Schwindelanfälle. Oh yeah. Bei dem Berühren der Dinge von anderen Pokémon Schwindelanfälle. Und dann sieht oder hört mein Partner Ereignisse aus der Vergangenheit
oder aus der Zukunft. Mm, was, das klingt so richtig pervers. Was? Nun, das ist das. Das ist... Ja, was ist denn da? Also, das ist alles ziemlich pervers, ja. Shiggy. Der dimensionale Schrei. Hä? Schock! Hä? Was? Tiffins, was sagst du darüber? Was soll jetzt was? So sehe ich im wahren Leben auch immer aus. Vor allem, wenn ich vor der Klausur sitze. Ha? Ja, ich sehe es immer, wenn die Klausur. Ihr dürft jetzt umdrehen. Du drehst um und dann so dieses Schocksymbol. Was? Was? Was weißt du darüber? Wenn das so ist. Sollten wir den großen Pfiffens fragen, ob er noch mehr weiß? Ja, mehr Drogen. Nach was sollten wir fragen? Oh, ach ja, nach meiner vergessenen Vergangenheit. Gott, du bist genauso dumm wie ich. Ich habe eine vergessene Vergangenheit. Was erwartest du von mir, dass ich gut bin in Erinnern? Es ist doch okay zu fragen, Lura. Aber immerhin weiß ich, dass man durch ein Fenster rausgucken kann. Tiffins, wir würden gerne deinen Ratschlag zu einer Sache hören. Zwinker. Bla 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 bla. Ich verstehe. Ich verstehe. Du hast also diesen beiden Partner hier ohnmächtig vorgefunden? Ja, an dieser Stelle. Und da hat er hingepinkelt. Direkt da, wo du stehst. Das tut er jetzt gerade nochmal. Hey, Schnauze, Shiggy. Dann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen. Der Stein da ist ein purer Pipi-Stein. Aber du hast dein Gedächtnis verloren. Ja, mit der Erinnerung an einen Namen. Und daran, früher ein Mensch gewesen zu sein. Hm. Schock! Wie bitte? Ein Mensch? Sag mal, wieso wissen die Pokémon eigentlich, dass Menschen existieren? Wie Versklaver heißt das eigentlich. Achso. Aber dein Partner scheint... Oh, Rest ist was... ein Pokémon zu sein. Hm. Das stimmt schon. Ja. Ich pinke ja schon mit Pokémon. Ich seh das. Ich schätze, das kann sich nicht einmal der große Zwirfens erklären. Aber wir sind uns sicher, dass es irgendeinen Grund für den Gedächtnisverlust gibt. Und für die Verwandlung in ein Pokémon. Entschuldigung. Ein Mensch mit der Fähigkeit des dimensionalen Schreis. Bist du... Professor Eich? Du sagtest du, dass du zumindest deinen Namen weißt, oder? Du kannst ja nicht mit dem Fahrrad fahren. Und? Wie lautet dein Name? Verrate ich dir nicht. Glurak nennt Zwirfens den Namen. Ja, Anton. Ah, ich verstehe. Du bist also Anton. Nein. Nein, Glurak. Du siehst gar nicht aus wie ein Glurak. Stimmt wohl. Sagt dir der Name was? Jo, dieses Gesicht. Sieh dir das Gesicht fest aus. Oh, oh, nein. Das sieht überhaupt nicht so aus, Bitch. Oh, es ist noch schlimmer geworden. Leider sagt er mir nie. Wie? Was? War das gerade? Der Anflug eines Zwerfinst nicht gerade ein Lächeln unterdrückt? Oder habe ich mir das eingebildet? Hey, lacht ihr mich aus? Lacht ihr über meinen Namen? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Wieso, Bitch? Siehst du, ich war mir von Anfang an unsympathisch. Aber...
Ich weiß über die Fähigkeit von Glurak Bescheid. Wirklich? Was ist sie? Die Fähigkeit, in Zukunft oder Vergangenheit zu blicken, indem man etwas berührt. Nicht dich. Diese Fähigkeit nennt sich dimensionaler Schrei. Wie haben oft das nicht willst schon du das geklärt? Einfach noch sagen? Also bitte. Dimensionen, Dima Schrei? Hilfe! Genau. Ich glaube, jedes Kind hat das schon mal gecheckt. Woher solch eine Fähigkeit auch kommt, ist bisher nicht. War nicht mal ansatzweise etwas davon war richtig. Ja. Doch Geräusche und Bilder reichen über Zeit und Raum hinweg. Bis in manche Pokémon. Um als Vision Gestalt anzunehmen. Das ist alles, was ich darüber, über diese außergewöhnliche Fähigkeit weiß. Glurak hat also mit diesem dimensionalen Schrei eine unglaublich spezielle Fähigkeit. Ich bin besonders. Oh. Naja, nun. Ja, vielleicht sind wir aus dem Grund Freunde geworden. Er will mich abusen. Streichelt leicht meinen Rücken. Moment. Um das Geheimnis um die Verwandlung von Glurak in ein Pokémon zu lüften, natürlich nur. Ich biete euch meine volle Zusammenarbeit an. Du fühlst dich kein Overlevelt an. Oh, wirklich? Nein, Shiki, fall da auch nicht drauf rein. Das kostet. Ja, um offen zu sein. Das ist wie Versicherung. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich etwas nicht weiß. Oh, ich brauche meine Versicherung, Anton. Ernsthaft? Das ist die reine Wahrheit. Jetzt bin ich skeptisch. Jetzt bin ich noch viel skeptischer. Es ist toll zu wissen, dass wir auf deine Hilfe zielen können, Zwirfeln. Weißt du, dass es etwas gibt, was sich Misstrauen nennt, Shiggy? Was? Kann ich nicht buchstabieren? Gibt's nicht. Wenn es jedes Wort nicht gibt, was du nicht buchstabieren kannst, ist aber ein kleines Wörterbuch. Ist das nicht super, Glurak? Ringo? Oh, guck mal. Hey, sieh die vielen Pilipa an. Oh. Sieh dir an, wie Shiggy nach oben guckt, sieht aus wie ein Schnabel. Dein sieht irgendwie gruselig aus. Aber nicht so. Sieh dir mal Swurfels an, sieht aus wie ein neues Pokémon. Ich sehe keinen Unterschied. Punkt, 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 Punkt. Es scheinen viel mehr als normalerweise unterwegs zu sein. Ungefähr 73,72% mehr. Ob irgendetwas passiert, ne? Es ist jetzt nicht 73,75% mehr? Nee, jetzt erzähl hier keinen Stuss. Tja, liebe Zuschauer, ich bitte euch nachzurechnen. Hey! Oh Gott, nicht er schon wieder. Nein! Oh nein, der Party spielt das hier. Oh, er hat uns gesehen. Hi, Bidiza. Hi, Jennifer. Du, das kannst du nicht sagen, wir sind im Internet. Ich fühle dich euch. Oh Gott. Was soll die Eile? Du bist ganz außer Atem und schwitzt. Und nein, ich hab Asthma. Und stinkst. Alles soll ich okay gekommen. Auf dich muss ich nicht hören. Niedriges Rang. Alle Lehrlinge sollen sich sofort bei der Gilde melden. Jawohl, ja. Ich stelle mich Bidiza immer mit so einer Zahnspange vor. Ja, ne? Ich stelle mir Bidiza mit Zahnspange und Behindertenblick vor. Oh nein, was ist passiert? Kann doch auch gut sein. Hä? Ich gehe mit euch. Ich lasse diesen kleinen Glurak nicht mehr aus den Augen. Leave me alone, bitch. Beeilt euch! Jawohl, ja. Los, 12 und trag uns. Auf deinen Himmel will ich getragen werden. Oh, wir haben gespeichert. Ja. Und das war doch.